Ehret den Buddhismus, preiset den heiligen Buddhen. Das ist unser Credo, unser Glaubenssatz. Und deshalb sind wir in einen heiligen Krieg jetzt eingetreten. Wider den römischen Cäsaren, diesen Kaiser von eigenen Gnaden, der glaubt im Sinne eines falschen Gottes, die Welt von einem Fremd zum Götzendienst zu bewegen. Pfui, 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 pfui. Seine Missionare, seine Apostel überschwemmen diese Welt und das reicht uns jetzt. Wir haben mit den Spaniern, den Römern den Krieg erklärt und eine Flut von religiösen Einheiten vernichtet. Sie brennen auf den Scheiterhaufen, sie wurden an die Kreuze genagelt oder haben sich zumindest in Luft aufgelöst, als wir unsere Militäreinheiten auf ihre Felder zogen. So muss es sein. Das Ganze sieht aus, als wäre es ein Militärerfolg oder ein militärischer Krieg, ist aber in Wahrheit ein heiliger Krieg und ein religiöser Feldzug, den wir hier vollführen. In Madrid stehen jetzt Stadtmauern. Schöne Geschichte. Industriegebiet können wir weiter bauen und ein Bautrupp ist entstanden. Industriegebiete wollen und werden wir jetzt auch fertigstellen. Hier in Kairo sollten wir, glaube ich, auch sicher eine Stadtmauer hinsetzen. Allein schon deshalb, um fremde Einheiten beschießen zu können. Wichtiger ist aber noch das Aquädukt. Denn in 3 Runden ist der Wohnraum hier gut ausgefüllt. Achso, 3, 7? Ne, dann haben wir ja doch noch ein bisschen Luft nach oben. Machen wir aber trotzdem. Ziehen wir jetzt durch. Ja, machen wir. Plus 63 mittlerweile an Gold. Cool. Cordoba. Diese kleine Stadt hier in der Nähe von Halab. Mehrheitlich buddhistisch. Mittlerweile. Und Wachstum. Mehr Wachstum ist ja gar nicht möglich. Das heißt, wir brauchen einen Kornspeicher. Klare Geschichte. Bürgerverwaltung stellen wir auf Produktion um. Und mit dem Handwerker, der hier ist, in Kairo, ziehen wir auf jeden Fall runter nach Cordoba. Checken wir vorher, ob hier alle Ressourcen angeschlossen sind. Ja, Quecksilber ist angeschlossen. Steine, alles bestens. Doch, doch, da können wir mitarbeiten. Medina kann feuern auf diesen Ritter oder auf den Musketier. Der Konquistador, wir könnten jetzt mit dem Konquistadoren, der hat aber keinen Missionar in Begleitung. Hier ist der Missionar erst. Wie schnell kann er darüber rennen? Rein in die Stadt. Hierhin. Genau, und er kann den hier stärken. Da können wir unseren Gegner doch sehr stark schwächen. Belagerungsturm. Okay, alles klar. Dann sind wir hier weiter in Kabul unterwegs. Unsere Einheiten sind angeschlagen, aber hier gibt es jede Menge Felder rund um Kabul, wo die heilen können, wenn sie plündern. Das heißt, wir können durchaus angreifen. Wo ist unser Belagerungsturm? Ein bisschen weit weg vom Ort des Geschehens. Armbruchschützen, können wir den hier killen? Prima. Dann können wir mit dem
Konquistadoren hier auf die andere Seite ziehen. Der ist ja heil. Hier, die können noch mal eine Runde aussetzen. Oder sich den Handwerker hier schnappen. Und das machen wir auch. Dann ziehen wir mit dem Konquistadoren hier. Mit dem Armbrustschützen geht es hier rein. Der soll die Stadt schützen, falls vom Norden ein japanischer Angreifer kommt. Oder er zieht auch schon mal oben rum und kann von hier aus Kabul angreifen. Der Handwerker hier hat nur noch einen einzigen Slot. Den lassen wir mal hier stehen, falls etwas repariert werden muss. Und dann haben wir hier noch den Konquistadoren, der nicht wesentlich hier voranziehen kann. Aber wir bilden mal eine wir ziehen mit dem hier hin. Und der Konquistador kann sich eine Beförderung holen. Wir machen das in der nächsten Runde, nachdem er beschossen worden ist. Der wird sicher beschossen werden, weil er kriegt etwa 50 Lebenspunkte und dann ist er dann wieder heil. Genau. Na. Warum kann ich, mit dem nichts machen? Das gibt's doch nicht. Ich muss ihn befördern? Nein, ich muss ihn nicht befördern. Das darf doch nicht wahr sein. Leitformation auflösen. Konquistador. Runde überspringen. Jetzt geht es. Missionar. Kann ich nicht eine Runde mit überspringen? Mann, ist das ärgerlich. Eskorte bilden. Für eine Fummelei. Der bleibt dann auch zur Stelle der Missionar. Jetzt habe ich wieder den Konquistador. Ich kann mich mit dem nicht auf eine Runde abwarten klicken. Ja, ist das denn notwendig? Das gibt's doch nicht. Dann machen wir das anders. Dann ziehen wir mit dem Missionar und dem Konquistador hier hin. Jetzt können wir eine Runde aussetzen. Unglaublich. Mit dem Handwerker hier. Na, erstmal hier oben. Wollen wir ja eine Stadt gründen. Der ist so stark, den können wir an Ort und Stelle killen. Dann nehmen wir sogar die amphibische Landung in Kauf, die jede Menge Strafen bringt im Kampf. Das ist ja gar kein Problem. Ziehen wir mit dem Siedler hinterher. Und erst mit dem Bautrupp können wir uns schon leisten, an Land zu gehen. Karavelle. Gen Westen. Ich finde, wir noch einen schönen Fleckenland, wo man noch eine Stadt gründen kann. Und mit dem Bautrupp hier. Ein Bautrupp ist der hier angekommen. In Winland baut dort ein Jagdlager. Bautrupp hier oben hat zwei der Handwerker. Das sollte auch reichen. Das heißt, wir können den Handwerker, der hier entstanden ist, nutzen, um auf dem Gelände von Saragossa jede Menge Modernisierung durchzuführen. Unser Inquisitor. Da müssen wir aufpassen, dass der nicht drauf geht hier im Kampf.
Das ist ja eine, auch der hat ja auch der fungiert ja auch als religiöse Einheit. Das heißt, wenn der auf einem Feld steht mit einem Konquistador, gilt für den dasselbe, als wenn ein Missionar bei einem Konquistador steht, der bekommt plus 10 an Kampfstärke dazu. Ziehen wir hier hin, okay. Dann weiter nach dort. Küste schön entlang laufen. Schauen, wo die nächsten Römerstädte sich befinden. Das hier scheint aber eine Aztekenstadt zu sein. Und ein wundervoll Ende. Trajan, Kaiser Trajan, hat den Broadway fertiggestellt. Eiderdaus, das gefällt mir gar nicht. Bringt ihm noch mehr Kulturpunkte. Das ist ja schon der die Kulturrakete hier in dieser Partie. Der produziert hier Unmengen an Kultur. Wahnsinn. Oh, die kann uns gar nicht leisten. Leiden die italienische Kaiserin, Königin von Frankreich, La Reine de la France, denunziert uns als Kriegstreiber. Ist natürlich ein bisschen was dran, aber es war ein heiliger Krieg, den wir ausgerufen haben. Das möchte ich mal als mildernde Umstände anführen. Ja, sehr, sehr wichtiger Nachrichtenbeitrag. Ich hoffe, das wird irgendwann nochmal durch einen Patch oder ein Update verändert, dass man nicht so mit zugespammt wird mit so pseudo-interessanten Nachrichten, die einen gar nicht interessieren. Sehr schön, okay. Das Lager heilt weiter aus. Unser Armbrustschütze wurde bombardiert, alles nicht schlimm. Und hier wurde ein Bauprojekt fertiggestellt. Jetzt können wir die Wassermühle noch reparieren. Die ist auch wirklich hilfreich. Die bringt nämlich auf den beiden Weizenressourcen hier und hier nochmal extra jeweils eine Nahrung. Das ist schon eine gute Sache. Okay. Hier in Medina ist ein einzelner Musketier. Den werden wir angreifen. Mit dem Einzelmusketier hier Medina im Sturm erobern zu können, kann ich mir kaum vorstellen. Unser Inquisitor, der Schatz nicht in die Stadt reinzuziehen. Dann wollen wir mit dem Armbrustschützen hier hinziehen, den Gegner schwächen. Oh, schau mal an, wer ist hier? Schon wieder ein römischer Missionar. Ist geschwächt. Ausfall. Und er ist fast gekillt. Ja, sehr schön. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch mit dem lösen wir die Begleitformation auf und ziehen mit den Konquistadoren hier drauf. Und der Belagerungsturm, den wir auf Nummer sicher, der geht in die Stadt rein. Und der Missionar, der folgt dem Kollegen. Und außerdem werde ich mit dem Missionar noch dieses Feld, mit dem Belagerungsturm, dieses Feld hier blocken, damit der römische Missionar nicht direkt neben Medina ziehen und versuchen kann, die Stadt zu missionieren. Kommt er jetzt nicht hin. Und über den Fluss, das wird vermutlich nicht ausreichen. Bin mir nicht ganz sicher. Ist ja auch eine Straße. Muss man mal gucken. Und der Inquisitor hier, der würde glatt verlieren hier. Oder würden wir gewinnen? Nein, er würde verlieren. Im religiösen Kampf. Das macht keinen Sinn. Da gehen wir sogar auf Nummer sicher. Und beschützen den. Ziehen hier rein. Noch ein Feld hoch. Und jetzt kommen wir auch rein in die Stadt, weil hier keine Kontrollzone mehr war. Und bleiben da stehen. In Valencia.
können weiteren Handwerker bauen. Wir haben ja bei den Regierungsformen die Karte des neu ausgebildeten Handwerker zwei zusätzliche Bauaktionen bekommen. Können aber auch entweder einen weiteren Inquisitorbau kaufen, weiteren Apostel für den religiösen Kampf. Aber theologische Kampf brauchen wir nicht unbedingt. Wir benutzen ja eher die Kriegsführung gegen die Römer. Das heißt, wir mit Militäreinheiten gehen wir gegen die religiösen Einheiten der Römer vor. Und Missionare haben wir eigentlich auch genug. Das lasse ich erstmal so, wie es ist. Ja. Stattdessen werden wir hier einen weiteren Handwerker bauen. Das wäre eine Option. Oder wir könnten jetzt die Gunst der Stunde nutzen, dass wir im Augenblick kein zwingendes Bauobjekt haben und zum Beispiel noch ein Handelszentrum oder ein Industriegebiet hier hinsetzen. Handelszentrum. Hierhin. Ein Feld, das sonst kaum Erträge bringt, könnte man echt machen. Oder einen weiteren Händler bringen. Warum nicht? Machen wir. Medina. Der Missionar hier. Dann auch an Stelle stehen. Ein Händler in Saragossa. Wohnraum wird knapp hier. Aquädukt haben wir schon. Ja, mit hier ist kaum mehr Wachstum möglich. Das einzige Wachstum, was wir hinkriegen können, ist durch den Handwerker, der hier steht, der hier dazukommt, weil der nämlich versuchen kann, ein paar Farmen oder Plantagen zu errichten. Zum Beispiel hier, oder steht da schon eine Plantage? Da ist schon eine. Ansonsten könnte er... Na, viel kann man hier nicht machen. Die Krabben sind schon angeschlossen. Da kann man nicht viel tun. Mal schauen, wie es hier aussieht. Wir könnten hier ein Sägewerk errichten. Da könnten wir eine Mine errichten. Aber das sind, glaube ich, auch so super Felder hier für neue Bezirke. Industriegebiete... Campus, heilige Stätte. Also hier direkt an der Gebirgskette werden wir mit Sicherheit nichts bauen, weil das sowohl für die heiligen Stätten als auch für einen Campus ideale Felder wären. Also hier werden wir keine Mine bauen. Was wir machen können, ist allerdings, wir können den benutzen, um hier hinzuziehen und hier ein Sägewerk zu errichten. So, zurück zu dem Kollegen hier. Wir brauchen mehr Produktion, nicht mehr Nahrung. Medina 232. Und hier können wir jetzt mit dem Siedler, hier wollen wir hinziehen, genau. Dann nehmen wir uns den Konquistadoren, ziehen hier drauf. Mit dem Siedler hinterher. Oh, haben ein leichtes Problem mit dem Bautrupp hier. Na, am besten gleich wieder ins Wasser gehen. Oder nein, ist nicht nötig. Doch, ist nötig. Wir gehen gleich wieder ins Wasser. Aber auf die Seite können wir mich hier wieder hinziehen. Und können hier auf den Krieger drauf, wenn der erst getötet ist. Ziehe mit dem Speer erstmal hier an Land. Und jetzt geht es darum, dass wir hier vorrücken. Hier ist der Belagerungsturm im Westen. Hier unten. Wir müssen einen an die Mauern stellen. Einer muss hin. In die Nähe.
Und das ist nicht. Ich ziehe den mal hier vor. Den hier hin. Der Konquistador, kann er noch plündern? Vermutlich nicht. Steht die Plünderoption gar. Achso, das ist gar nicht plündern. Das ist ja unser eigenes Terrain. Kein Wunder, dass wir da nicht plündern können. Und mit dem Konquistadoren hier ziehen wir hier hin. Dann kann man nämlich als nächstes mit dem Belagerungsturm einfach hier drauf ziehen. Genau. Die können wir uns auch schon langsam hier runterziehen. Den Handwerker hier. Der geht hier hoch. Hier können wir mit dem Konquistadoren die Beförderung jetzt durchführen. Ist immer noch nicht nötig. Plündern könnten wir auch. Ich kann es auch einfach so lassen, wie es ist. Der ist stark genug. Der bleibt auch, wo er ist, der Handwerker. Den Armbruchschützen hier lasse ich mal, wo er ist. Der bleibt auch, wo er ist. Der ebenfalls. Ebenfalls. Und mit dem können wir jetzt runterziehen und wir flattern noch zwei. Hier vielleicht ein Bauernhof. Einmal Dschungel roden. Könnte es machen, ne? Ja, ich glaube, das machen wir. Dann ziehe ich erstmal hier eins runter. Hier hin. Es ist gleich, ne? Mal gucken, ob wir, oh, hier scheint Land zu sein. Wenn nicht, wenn wir den Dschungel entfernen, irgendein schönes, großes Bauprojekt durchführen können. Ja, hier geht es schon gleich nicht mehr weiter. Gehen wir mal ins Wasser. Mhm. Decken ein bisschen die Küstenlinie auf. Und arbeiten uns ganz langsam im Schneckentempo Richtung Kabul vor. Richtung zur afghanischen Hauptstadt. Und zugleich zur einzigen afghanischen Stadt. Um den Afghanen mal den Buddhismus zu bringen. Ist eine gute Sache. Ist unser Gastgeschenk, wenn wir in die Stadt einmarschieren werden.